Guten Morgen, Freitag. Morgen. Wir treffen uns wieder zu unserem wöchentlichen Digital-Talk hier live auf Facebook und ich begrüße alle, die dabei sind. Heute geht es um ein tolles Thema. Heute geht es um Essen. Nee, eigentlich nicht um Essen, heute geht es um Eat. Eat, E-A-T. Das sind drei Buchstaben, die für drei Wörter stehen. Und EAT ist ein SEO-Kriterium. Und in diesem Live-Talk wollen wir das einfach mal jetzt mit dem Frank besprechen, worum es bei EAT geht, warum das für Google so wichtig ist und warum er das als Kriterium bei der Suchmaschinenoptimierung und bei der Einordnung von Webseiten einsetzt. Genau. Ja, auch erstmal von mir guten Morgen. Das Thema EAT finde ich total faszinierend. Weil, wenn man das erzählt, Eat ist wichtig, dann denken alle erstmal natürlich ans Essen. Ne? Das ist ja dann so, kommt man in seinen Fachslang rein und sagt, ja, Eat ist wichtig und Ranking ist wichtig und überhaupt beeinflusst sich gegenseitig. Aber was ist jetzt Eat? Eat, das lösen wir jetzt auf, Simone, wa? Das mache ich genau. Jetzt. Genau. Also, wir haben drei Buchstaben. Genau, fang du an. Mit dem E. Mit dem E, das ist das Einfachste, das ist Expert. Genau, der also genau, da wird der alle drei Buchstaben so. Kommen ja. Ja. Du bist jetzt mit dem A dran. Ich bin mit dem A dran und das steht für Authority, also für die Autorität einer Webseite im Netz. Genau, und ich mache noch das T und zwar ist das Ganze der Trust. So, jetzt haben wir hier alles nochmal zusammen, genau. Also Expert, Authority und Trust. So, und Trust steht für Vertrauen. Für ne? Vertrauen, ja, klar. Mit dem deutschen Begriff für Vertrauen. Genau, für Vertrauen. So, und das ist so ein schöner Dreiklang. Expert, Authority und Trust oder eben auch abgekürzt EAT. Damit kann man sich das ganz gut merken. So, und was das jetzt genau bedeutet, was da die Inhalte drin sind, das ist ja heute so unser Thema, weil es super spannend ist. Dann lass uns mal starten, ne? Genau. Also, wenn man sich Webseiten anguckt oder wenn du dir auch deine Webseite anguckst, dann schau das einfach mal mit diesem Gesichtspunkt über deine Webseite. Also, wo stellst du da, dass du Experte auf deinem Fachgebiet bist? Ne? Weil das sehen nicht nur die Benutzer, sondern da guckt Google auch drauf, dass du eben nicht sage ich mal, hast vielleicht ein Buch gelesen zum Thema und sagst, du bist jetzt Experte dazu. Also es ist schon notwendig, dass du das auf der Webseite auch beweist. So, und das kannst du in Form von deiner Ausbildung erstmal tun. Also du hast vielleicht einen Beruf, vielleicht bist du Mediziner, bist du Arzt oder du bist Bankkaufmann und bist jetzt in Finanzdienstleistungssachen unterwegs. Also alles diese Zusammenhänge, deine Ausbildung, machen dich unter Umständen schon zum Experten oder bieten dir eine Grundlage für deinen Expertenstatus jetzt in der Zukunft. Dann kommen Weiterbildungen dazu, genauso wichtig. Also neben der Ausbildung kommen Weiterbildungen dazu und natürlich auch bestandene Prüfungen beziehungsweise Zertifikate, die du gemacht hast. Also ich will jetzt nicht hier aufrufen, dass du dein Diplomzeugnis auf deiner Webseite veröffentlichst, aber viele machen ja Weiterbildung und bekommen dann am Ende dieser Weiterbildung ein Zertifikat. Und das kann man durchaus schon als PDF dann auf der Webseite auch hinterlegen, damit man damit seinen Expertenstatus unterstreicht. Ja, ich glaube, mit dem Expertenstatus, das ist eine total interessante Sache, weil viele schreiben natürlich auf ihrer Homepage über mich, ja, und dann liest man, dann kommt dann so eine Biografie, wo man dann schon so schwierig sagt, okay, ich lese die jetzt wirklich bis zum Schluss, das ist eigentlich nur so ein Lebenslauf und dann so, oh, ja, da war ja noch was am Ende, ne? Man muss das natürlich super interessant gestalten und eben auch so, dass der Leser da gefangen bleibt und wirklich sagt, Menschenskinder, in dem Fach ist der oder diejenige ja wirklich Experte. Aber unterstreichen kann man das ja so, wie du gesagt hast. Aber das heißt ja nicht, dass es nur so geht. Also man kann ja natürlich auch einfach sagen, okay, ich habe meine Ausbildung A, aber die hat jetzt mit dem, was ich jetzt mache, halt wenig zu tun. Dann ist die Kunst, die Brücke zu schlagen. Warum Richtig. Bist du, obwohl du A gemacht hast, jetzt Experte bei B? Egal wie.
Ja, bei uns war das ja so, wir haben halt die eine Ausbildung, also ich habe theoretische Physik und Ökonomie studiert und mache jetzt Programmierung. So, die Brücke kann man schlagen über über das ganze Thema Physik. Bei dir ist es ja auch ähnlich. Und so kriegt man dann die Brücke hin, um eben auch wirklich zu sagen, okay, warum liegt mir das? Warum kann ich dieses Feld? Plus die Ausbildung, die man dann natürlich noch in der Zwischenzeit macht. Und um sich da wirklich als Experte zu positionieren. Also das ist schon, glaube ich, eine Sache, die muss man herausarbeiten. Die fällt nicht so vom Himmel. Da muss man sich wirklich auch ja über bestimmte Sachen, über vielleicht Blogartikel und Artikel in Fachzeitschriften, darüber muss man sich als Experte positionieren. Das ist schon ein bisschen Arbeit. Ne? Da muss man schon ein bisschen Genau, was reinstecken. genau. Ne? Ja, deshalb haben wir ja auch ein E-Book geschrieben, ne, um unseren Expertenstatus in der Suchmaschinenoptimierung nochmal zu unterstreichen. Genau. Ja, ich habe auch ein Zertifikat zum Beispiel dann nochmal extra bei Google gemacht für Werbeanzeigen bei Google. Da habe ich jetzt die Nachricht bekommen, dass das abgelaufen ist. Das sage ich nur hier, das ist nur ein Jahr gültig. Das müsste ich eigentlich theoretisch jetzt wiederholen. Genau. Ich weiß nicht, ob Google dann so genau hinschaut auf der Webseite. Wir haben es natürlich eingebunden. Aber klar, Brücke schlagen, ne? Das heißt jetzt nicht, wenn du das jetzt nicht als Ausbildungsberuf gemacht hast, dann darfst du diesen Job nicht machen, weil du dann kein Experte bist. Denk einfach drüber nach, wie du das gut darstellen kannst, ne? Genau. Und da kann man dann auch mal drüber reden. Das ist einfach wichtig. Und ich würde auch sagen, man sollte sich nicht beirren davon lassen, dass ja der Begriff Experte ja ein bisschen ambivalent ist dahingehend, dass er inflationär ja gebraucht wird. Alle sind Experten und da machen sich alle immer lustig. Ah ja, du bist da Experte, ne? Oder manchen Fernsehsendern ist da manchmal lustig. Ich gucke das nicht mehr, aber früher habe ich das immer festgestellt. Da waren ja alle für alles Experten. Das ist dann ja ein bisschen amüsant und da ist der Begriff natürlich so ein bisschen abgegriffen. Aber trotzdem, wenn man Experte ist, dann soll man das auch sagen. Also ich sage ganz klar, dass ich SEO und SEA-Expertin bin. Punkt. Da lasse ich auch keine Zweifel dran und versuche das natürlich dann in der Kommunikation immer und überall und mit dem Kunden und meiner Arbeit unter Beweis zu stellen. Ja, das ist ja auch richtig so. Und so wie du schon gesagt hast, du kannst dir ja deinen Expertenstatus auch unterstreichen. Und zum Beispiel dieses Live, was wir hier jeden Freitag machen auf Facebook, was wir dann ja auch auf YouTube rüberstellen, das zeigt ja auch deinen Expertenstatus, weil du ja auch auf Sachen antwortest, die ich dir einfach so mal reinwerfe, wir sprechen das ja nicht ab, wo du dann einfach deine Antwort bringst und wirklich auch daher dieser Expertentalk hier eben entsteht letztendlich. Das macht ja auch richtig Spaß. Und das Buch kommt dazu und, und. Ne? Und dann hat Ja. man so dieses ganze Expertenthema, was man ja da reinbekommt. Aber das ist ja nicht alles. Also das ist ja, Essen ist ja nicht nur I, sondern ist ja auch das A, das E und das A Ja. von Google. Genau, wir sind jetzt bei der Autorität, bei Authority, Authority genau. in Englisch, bei der Autorität, also die Autorität einer Webseite im Netz. Welche Reputation hat eine Webseite im Netz? Wie ist dein Auftritt? Und da fällt mir als erstes ein natürlich dein Profil bei Google My Business. Das ist schon mal erstmal ein Auftritt im Netz, eine Reputation, eine Darstellung, eine Autorität. Dann der nächste Punkt sind, die dir deine Autorität im Netz stärken, sind Backlinks. Backlinks von Seiten. Das sind externe Seiten, das können Registereinträge sein, das können Plattformen sein, verschiedene. Aber noch besser sind das natürlich Backlinks auf deine Blogartikel von anderen Artikelseiten. So, das ist dann also am besten. Ich habe zum Beispiel vor kurzem oder vor einiger Zeit ein Backlink von LexOffice bekommen, ne? Und das hat natürlich für meine Seite die Autorität enorm gestärkt. Warum? Weil auch die Webseite von LexOffice eine hohe Autorität hat. Und das wird dann sozusagen, ein Teil dieser Autorität wird dann an meine Seite übergeben. Ja, deshalb ist das für mich sehr bedeutungsvoll. Andererseits gibt's vielleicht Webseiten, irgendwelche Blogger, die jetzt gar keine hohe Autorität haben, weil sie einfach schreiben und vielleicht nicht mal viel Traffic haben oder so. Wenn die eine Anfrage
Stellen, dass ich meinetwegen Artikel schreibe, damit ich von denen einen Backlink bekomme, dann lehne ich das unter Umständen ab, weil ich mir sage, die Seite hat keine Autorität, also sie können mir auch keine Autorität übergeben. Von daher, meine Arbeitszeit ist mir zu wertvoll. Das lehne ich ab. Das ist auch leider schon vorgekommen. Ich bin sonst nicht so der Typ, aber irgendwann muss man auch mal Nein sagen. Und von daher, also wenn ihr jetzt meinetwegen Blogartikel schreibt, jetzt bewusst für jemanden, dann guckt auch darauf, welche Autorität hat die zu verweisende Seite, damit ihr eben von dieser Autorität abbekommt und selbst in eurer Reputation dann steigt im Netz. Das ist ein Aufbau, das ist ein längerer Prozess, aber der lohnt sich. Ja, das ist richtig. Also, aber dieser Authority Score oder die Autorität ist ja nicht nur der Google My Business Eintrag und auch eben nicht nur der Backlink von einer höheren Seite, sondern ist auch letztendlich etwas, was andere über dich sagen. Muss nicht unbedingt immer sofort komplett ein Backlink sein, wie ich festgestellt habe, sondern wenn jetzt von dir ein Artikel erscheint in irgendeiner Fachzeitschrift, die sich mit SEO beschäftigt und da bist du namentlich erwähnt, dann kriegt Google halt auch schon dort die Enden zusammen, ohne dass du unbedingt einen Backlink hast. Ne? Also je höher deine Authority sozusagen wächst, hat Google mehr den Blick und sucht, was andere im Netz auch über dich sagen, vielleicht eben erwähnen oder wo du vielleicht einen Vortrag hältst und in der Liste der, hier bei deinem IHK-Vortrag, ne, bist du halt in der Liste der IHK, aber der Backlink ist nicht da, aber man sieht eben, okay, SEO, Simone Sarotnik, IHK-Vortrag am so und so vielten 20 irgendwas, das registriert Google auch, weil Google weiß halt eine verdammte Menge und führt dort auch die Fäden zusammen, also man soll sich da nicht nur auf den Backlink konzentrieren, der ist absolut wichtig, das ist ja nochmal sowieso ein separates Thema, Backlink-Aufbau, aber eben auch in diesen Portalen und wo es darum geht, einfach, sag ich mal, erwähnt zu sein mit seinem Fachgebiet. Das ist dann halt auch sozusagen so dieses ganze Authority-Thema, wo man damit reinkommt. Ne? Das ist so. Genau. Da möchte ich noch ergänzen, dass natürlich immer wichtig ist, sofern du das steuern kannst, dass der Ankertext, also der Text, der über dich in der Erwähnung erscheint, dass der konsistent ist mit deinem gesamten Auftritt im Netz. Also wenn das immer unterschiedlich heißt, dann hat natürlich Google da auch Schwierigkeiten, Zusammenhang herzustellen. Also achte darauf, dass du immer mit dem gleichen Namen, in der gleichen Reihenfolge, mit der gleichen Schreibweise benannt wirst. Wird nicht immer gelingen, glaube ich. Nee, das ist, ist echt also nee, eigentlich klingt es einfach. Ne? Also bei uns ist es einfach, aber ich habe schon in Kundenprojekten gesehen, da ist das im Prinzip gar nicht so klar gewesen. Und dann wurde in der Tat der Firmenname mal so geschrieben, mal lang, mal kurz, mal mit einer Abkürzung. Und da kann dann Google natürlich keine Zusammenhänge herstellen. Also da sollte man darauf achten, dass da eine Konsistenz da ist. Dasselbe gilt auch für den Straßennamen und die Telefonnummer. Ja, okay. Also wenn diese Angaben konsistent sind und wirklich Google auch versteht, dass das, was dort steht, auch dem entspricht, was dort steht, dann wird es einfacher. Ja, klar. Ja. Auf jeden Fall. Ja, ist also auch ein super spannendes Thema. Aber wir haben ja noch den dritten Buchstaben, das T wie Trust. Genau, das Vertrauen. Was erzählst du uns darüber? Also das finde ich, das ist ja für mich das spannendste Thema, weil Expertenstatus und Vertrauen gehören für mich halt auch sehr, sehr eng zusammen. Ne? Was erzählst du uns darüber? Ja, naja, dieses Vertrauenslevel aufbauen und darstellen auf der Webseite. Und das geht natürlich sehr gut, indem man sich Bewertungen einholt von seinen zufriedenen Kunden, dass eben andere über dich sprechen, wie deine Arbeit ist, wie sie die Zusammenarbeit empfunden haben. Das müssen ja jetzt keine Romane sein, da gehören ja zwei, drei Sätze dazu. Aber eine Bewertung ist schon wichtig, weil andere sehen, wie du bist und die bauen dann natürlich Vertrauen auf zu dir. Bei Online-Shops diese Sternchenbewertungen sein, da gibt's ja die verschiedensten Anbieter, die dann diese Bewertungsplattformen anbieten, dass man das Logo einbinden kann und dann hat man da seine Sternebewertung. Das ist natürlich bei Online-Shops ein ganz, ganz großes Trust-Element. Aber wie gesagt, wenn man jetzt nur normale
normaler Coach, Trainer oder Berater ist, der eine digitale Dienstleistung verkauft, da macht es natürlich über Bewertungen und Rezensionen am meisten Sinn. Und da greife ich jetzt einfach nochmal den Faden auf, weil das, wie gesagt, für mich ist das total spannend, weil wir ja auch Webseiten für unsere Kunden zusammenbauen. Und man muss eben diese Rezension oder Testimonials, wie man sagt, also Kundenstimmen, die muss man ja auch verwalten. Und auf der einen Seite kann man eben sagen, okay, verwalte ich die außerhalb meiner Webseite oder verwalte ich die innerhalb meiner Webseite? Wenn ich außerhalb verarbeite, dann ist eben Google My Business wirklich extrem wichtig. Und da muss man auch seinen Kunden sagen, bitte schreib mir deine Bewertung in Google My Business. Eine andere Sache außerhalb ist Proven Expert. Kennen mit Sicherheit auch sehr viele, muss man aber eben auch sich anmelden und man muss auch seinem Kunden sagen, schreib bitte bei Proven Expert deine Rezension mit rein. Und da muss man es halt dem Kunden auch einfach machen. Also man muss da die Hürde sehr gering halten. Hier ist der Link, trag dich ein. Wunderbar. Aber es gibt ja noch den anderen Weg, dass man Rezensionen, die man ja von überall reinbekommt, von Facebook, von überall, dass man die auf seiner Seite sammelt und dann eben auch dynamisch auf den entsprechenden Websites oder Webseiten ausspielt. Das ist halt auch extrem wichtig, weil viele sagen dann, ja, ich habe ja dort und dort und dort, aber auf der Webseite muss es oder auf der Website, da haben wir ja letztes Mal ausklabüstert, auf der Website oder einer einzelnen Webseite muss das eben auch zu sehen sein. Gerade wenn man Online-Kurse anbietet, gerade wenn man Webinare anbietet, dass man da wirklich diese Sachen auch zeigt. Also das finde ich extrem wichtig für diesen Trust und Reputation. Das ist übrigens noch eine Hausaufgabe für uns. Unsere fortgeschrittenen Hausaufgabe, weil man nämlich diese Sternebewertung auch wieder in die SERPs, in dieses Snippet, was bei Google in der Suchergebnisliste angezeigt wird, einbringen kann. Das läuft über strukturierte Daten und da sind wir aktuell dran, dass wir da die technischen Voraussetzungen schaffen. Das finde ich ja extrem cool, ne? Wenn jemand schon googelt und der sieht deinen SERP-Snippet, also diesen kleinen Ausschnitt mit Seitentitel und Seitenbeschreibung und drunter ist noch ein Rich-Snippet mit der 5-Sterne-Bewertung. Also das ist ja schon Trust schlechthin. Das ist halt nochmal, ich mache mal hier so Hausaufgabe. Zack. Hausaufgabe. Das war für dich, ne? Rich Snippets mit der Google-Bewertung. 5 Sterne. Genau. Nein, das muss rein, aber ich habe echt noch nicht die Zeit gefunden, das jetzt auch noch zu machen. Ja, klasse. Ja. Was nicht ist. Wir erzählen immer schon, zumindest schon mal in der Theorie, was alles möglich ist in die Umsetzung, müssen natürlich auch wir kommen. Da geht es uns nicht anders als euch. Da geht es uns aber dann wie allen. Es geht halt nicht alles und schon gar nicht alles sofort. Ja, das ist wohl wahr. Ja, cool. Damit haben wir im Prinzip zu Trust, also wir haben es jetzt alles ein bisschen kurz gefasst. Ein Sonderfall sind ja die ganzen Shop-Thematiken. Ne? Das ist ja ganz klar, weil bei den Shop-Thematiken hat man ja gerade, was eben die Trust und Reputation anbelangt, hat man ja auch Kundenmeinungen und die Menschen, die Kunden hacken ja ihr Zeug auch gnadenlos rein. Manchmal ist es richtig, manchmal ist es fair, manchmal ist es nicht richtig und ist auch unfair. Aber man muss auch darauf reagieren und dann letztendlich dort dafür sorgen, dass eben diese Reputation auch in Ordnung sind. Wobei ich die Erfahrung gemacht habe, bei dem einen Kunden, den ich betreut hatte, wenn man eine ordentliche Leistung liefert, ist auch, sag ich mal, das Feedback immer recht ordentlich gewesen. Also da waren wirklich im Nullkomma-Bereich waren Leute, die einfach nur genörgelt haben, um zu nörgeln, aber das fällt dann eben auch nicht mehr weiter auf, weil das steht dann irgendwann auch hinten und wenn mehr positive Bewertungen sind, dann ist das auch gut. Aber Vorsicht an der Bahnsteigkante, keine gefakten Rezensionen, das kriegt Google, glaube ich, langsam auch spitz und mit, vor allen Dingen, wenn man sich seine Bewertung irgendwie anfängt durchzufaken. Ne? Also da sollte man die Finger von lassen, sage ich mal einfach so. Hat für mich was mit Business-Ethik zu tun und hat für alle die es trotzdem versuchen, damit zu tun, dass der Algorithmus schon ziemlich clever ist. Und wenn du da einmal abgemahnt bist und abgestraft bist, keine Chance, dann kannst du erst mal wieder von vorne anfangen. Gut, das ist ja nochmal wichtig. Naja. Okay. Ja, aber das war nochmal ein wichtiges Thema, eben auch zu besprechen, was mache ich mit Negativbewertungen, ne? Wie reagiere ich drauf und wie gehe ich damit um?
Und ärgern ist der schlechteste Ratschlag. Also einfach ganz, ganz offensiv damit umgehen, reagieren, natürlich freundlich, höflich. Ja. Auch wenn es offensichtlich eine Fake-Bewertung ist, gibt es da auch bestimmtes Wording, wie man darauf antworten kann. Absolut. Man sieht es einfach. Also wenn man mit offenen Augen durchs Netz geht, gerade so bei Ärztebewertungen oder so, die schreiben dann eben, wir können uns gar nicht dran erinnern, dass Sie bei uns Patient waren. Rufen Sie doch bitte einfach nochmal an, damit wir diesen Fall klären können. Mhm. Und da sehen andere natürlich auch, dass dieser Arzt oder eben dieser Betroffene offen mit Negativkritik umgeht und da zumindest da ist und reagiert. Und das ist ja dann auch schon wieder Trust, Vertrauen. Ja. Ja. Also, weißt du, was interessant ist? Das haben wir, glaube ich, beim letzten Mal irgendwie auch angeteasert, aber nicht fertig geworden. Bei Google My Business, da haben ja auch viele Sorge. So, oh, kriege ich eine negative Bewertung? Was mache ich denn dann? Die steht dann im Netz. Bei Google My Business ist es ja so, dass du eine Antwort geben kannst, also als Betroffener, also da schreibt jemand eine Rezension rein und sagt, ja, das ist alles nicht so toll. Und du hast die Chance, einmal sauber zu antworten und danach ist aber auch Schluss. Es wird kein Dialog. Also es ist halt nicht so eine Never-Ending-Story, wo dann derjenige, der sich da negativ äußert, jetzt noch seine Pamphlete dann runtersetzen kann, sondern die Diskussion ist damit quasi zu Ende. Ein Statement und ein Gegenstatement und dann ist durch. Das heißt, da braucht man auch echt keine Angst haben, weil wenn jetzt jemand ein dusseliges Zeug schreibt, schreibt man drunter, tut uns leid, so und so und so. Fertig, aus die Maus, da ist dann die Sache auch gegessen. Das ist halt auch wichtig, dass man davor keine Angst hat. Also braucht man nicht. Genau. Ab. Und dann einfach auf diesen einen Stern nochmal eine Gegenreaktion, dass man wirklich nochmal mit 5 Leuten spricht oder so, gib mir doch nochmal eine gute Bewertung, Absolut. Dass man halt diesen mathematischen Durchschnitt wieder nach oben zieht. Genau. Und man hört ja auch oft, dass wenn jemand nur 5,0 Bewertungen hat, dass ja da viele sowieso sehr skeptisch sind und vermuten, dass das gefegt absolut, ist. Absolut. Ja. Dann habe ich noch in diesem ganzen Eat-Thema, Simone, 2 Sachen. Zum einen ist es wichtig zu verstehen, dass das Eat-Prinzip, also Expert, Authority und Trust, ich blende das nochmal ein, ich finde das so schön. Hier guck mal, pass mal auf, das fliegt so schön rein. Expert, Authority und Trust bei Google besondere Anwendung findet bei Gebieten, die entweder Gesundheit anbelangen und Geld. Das waren, glaube ich, 3 Kriterien. Mir fallen jetzt nur 2 ein. Also Gesundheit ganz extrem wird darauf geachtet und bei allen Themen, die Geld und dein Wohlbefinden sozusagen dort berühren. Ne? Und deshalb ist eben, wenn jetzt jemand sagt, boah, ich biete Diäten an, dann wäre es halt schon gut, wenn man irgendetwas in der Richtung auch nachweisen kann, dass man eben mit der Gesundheit des Menschen auch qualifiziert als Experte umgehen kann genau. Und nur aus seiner eigenen Erfahrung berichtet, oh, ich habe eine Diät gemacht und die hat funktioniert. Na, das reicht dann eigentlich nicht aus, um den Expertenstatus aufzubauen. Das ist genau das. Das eigentlich kannst du weglassen, es reicht nicht aus. Ja, es reicht nicht aus, ja gut. Es reicht nicht aus. Und genauso ist es eben bei dem Thema Geld, wo Google penibel darauf achtet, dass eben auch derjenige, der morgen schnell schön und reich verspricht, dass der eigentlich sowieso nichts ist. Ne? Aber auch diese Webseiten gibt es und ja. Auch die Leute haben immer noch Zulauf, die dir versprechen, morgen bist du ganz schnell ganz doll reich und dann fährst du diesen Lamborghini und trägst diese Rolex und überhaupt. Ist natürlich Blödsinn, aber man muss es ja mal gesagt haben. Gut. Ja. Jetzt habe ich noch Ja. Eine Sache, die ist auch total wichtig, weil jetzt vielleicht der eine oder andere sich fragt, woher wissen die beiden das? Herr Frank und die Simone, Menschenskinder, die haben hier voll Google geknackt. Klar, haben wir natürlich. Wir haben den gesamten Algorithmus hier auf dem Tisch, der liegt hier groß ausgebreitet. Aber das ist natürlich Quatsch. Aber zu dem Thema Eat gibt es tatsächlich von Google eine Richtlinie, ein General Guidelines, die veröffentlicht sind, die kann man lesen, die verlinken wir auch. Und in diesen Guidelines kann man nachlesen, wie Google letztendlich mit Menschen auch Webseiten checkt. Also es ist ja nicht nur der Algorithmus da, der böse Algorithmus, wo man sagt, oh, es sitzen halt auch Menschen da, die nach bestimmten Kriterien und Richtlinien diese Webseiten kontrollieren. Und diese Guidelines kann man nachlesen. Es sind 175 Seiten. Wer die durchackert, Respekt. In Englisch.
Englisch, da reicht Schulenglisch jetzt nicht mehr ganz, aber es ist transparent, man kann sich es übersetzen lassen oder selber lesen. Es ist transparent, es steht alles haarklein drin. Es ist noch viel detaillierter, als wir das hier in den paar Minuten ausbreiten können. Aber es ist transparent, es steht da und keiner soll sagen, er hat es nicht gewusst. So, wir verlinken Aber dieses ja. Google-Dokument auf jeden Fall unter unseren Beitrag. Genau. Aber wir hatten uns schon vorher darüber unterhalten, dass manche Guide, also Tipps von Google, da auch sehr für den amerikanischen Markt natürlich gegeben werden, weil so manche Sachen, die da drinnen stehen, kann ich jetzt in der Praxis noch nicht unterstreichen. Also ich habe es hier gerade noch mal Ne? auf dem parallelen Bildschirm offen. Es ist natürlich, es ist erstmal so die Guideline für die amerikanischen Website-Checker. I don't know, Website-Checker, ist das dann der richtige Begriff? Keine Ahnung. Natürlich. Aber nichtsdestotrotz sind halt diese Kriterien total wichtig und die sind halt auch gut ausgeführt, warum bestimmte Sachen so sind, wie sie sind und warum eben auch bestimmte Google-Updates dann so reinschlagen, gerade das, was waren das? Das Medical-Update, ne? Genau, so 2018 muss das gewesen sein. 19, ne? Ich weiß es nicht mehr ganz genau, Genau. wo dann wirklich viele Medizinseiten, die sich mit Medical beschäftigt haben, als Google festgestellt hat, hey, die haben überhaupt nicht die Autorität, zack, nach hinten mit den Dingern. Ne? Also da kennen die ja nichts. Ja, Deshalb, das ja. muss man immer mal nachlesen, das Ja, verlinken wir also auch. viele Heilpraktiker waren davon Ja. betroffen und ja, dem muss man halt Rechnung tragen, ne, dass Richtig. Ärzteseiten dann in dem Fall durch Google höher gerankt wurden. Gab eine große Diskussion dann im Netz und weil ja dann auch andere Gründe vermutet wurden. Also das Fass will ich jetzt auch nicht aufmachen, aber so generell alles hängt miteinander zusammen. Alles hängt miteinander zusammen und an dieser Stelle muss man dann tatsächlich sagen, gegen Google und einen Algorithmus zu arbeiten. Also da steht das Motto, ehrlich währt am längsten. Wenn du ehrlich deine Sachen machst, dann kommst du da auch echt weiter. Das ist so. Ja, ich würde vielleicht dann, siehst du, kam mir jetzt gerade der Gedanken, dass wir das A in EAT nicht nur als Authority übersetzen, sondern auch als Authentizität. Ja, das ist ein schönes Wort, das habe ich noch nicht aus. Authentizität. Also, Ja, okay. aber das ist ja, ne, aber wenn du authentisch bist, Ja. dann schaffst du ja auch automatisch Vertrauen, eben dass du auch in Form von Live-Videos dich zeigst, wie du arbeitest, wie du bist, wie du denkst. Und ja, ich hoffe, das kommt an. So, jetzt sind wir beim Schluss und unserem Call to Nee, Action. noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht, weil ich möchte noch einen Cliffhanger heute machen, weil den finde ich, den sollten wir jetzt einführen und vielleicht mache ich da, pass mal auf, ich habe hier noch die Glocke, die ist zwar Hausaufgabenglocke, aber können wir trotzdem mal, der Cliffhanger. Nächstes Mal geht es um Bilderseo. Wie optimierst du deine Bilder für deine Webseite richtig, akkurat und schnell? Warte, nochmal aus, das Glockenspiel. So, Genau. da haben wir unseren kleinen Cliffhanger. Ja, und wir werden auch wieder live sein, ne? Wir haben zwar nächsten Freitag noch einen großen Termin, aber wir gehen zuerst live und dann Wir schaffen das. wir schaffen das. Gut. So, wenn dir unsere Videos hier gefallen, sei Freitag auf Facebook Live mit dabei. Und ansonsten ist das Video ja auch auf YouTube. Wenn dir der Kanal gefällt, dann abonniere den Kanal von Alsa Digital. Lass den Daumen hoch da und verpasse keine Ausgabe auch in der nächsten Zeit. Es bleibt bei uns wahnsinnig spannend. Das kann ich jetzt schon versprechen. Kann ich versprechen? Kann ich Kannst du versprechen. versprechen. Genau. Und ich lade dich ein, zu meinem Webinar am 1.11. um 10 Uhr zu kommen. Da gibt es nämlich ein Gratis-Webinar, da erzähle ich, wie du durch SEO mehr Umsatz machen kannst, was du dafür brauchst, wie Google funktioniert. Und natürlich stelle ich da auch meinen Online-Kurs vor, den ich danach dann für 4 Wochen als Gruppenkurs laufen lasse. Super. Also, oben auf der Facebook-Seite findest du dazu den Anmeldelink. Einfach auf das Bild klicken, dann kommst du zum Anmeldelink und dann kannst du dich da gerne eintragen und am 1.11. mit dabei sein. Super. Damit haben wir alles gesagt. Wir haben den Damit haben wir Cliffhanger. alles gesagt.
will das. Meine Verabschiedung noch. Das Webinar und jetzt noch das Wochenende. Gucken mal, 29 Minuten 36. Wir haben noch 30 Sekunden. Perfekt. Ja, also ich wünsche euch ein schönes Wochenende und einen guten Start in die neue Woche. Dem schließe ich mich mal wieder vorbehaltlos an und wünsche ebenfalls eine schöne Woche. Und wir sehen uns nächsten Freitag zum Bilder-SEO. Ciao. Ciao.